What up, YouTube? It's me, Drasa von Knuter Gaming ist wieder da. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid, zu Styx, Master of Shadows. Wie ihr schon bemerkt habt, spiele ich gerne Spiele, die schon etwas älter sind. Styx zum Beispiel ist von 2014. Selbst der nachfolgende Teil, Shard of Darkness, glaube ich. Nagelt mich jetzt nicht dran fest, ist zumindest von 2017 schon. Also die Spiele, die ich hier auf den Kanal bringe, sind relativ alt. Jetzt, ich bin neugierig. Gibt es hier irgendwas zu holen für mich, wie eine Münze? Das ist eine Treppe. Ich gehe jetzt mal die Treppe hoch. Ich muss mir angewöhnen, vorsichtiger zu sein und vorausschauender zu agieren. Ich glaube, jetzt sind hier in der Bibliothek nur die Scholars, also die Gelehrten, Bibliothekare, etc., etc., etc. Und spucken! Und rein in den Topf. Ja, The Long Dark ist ja, was ich erwähnen wollte, ist ja auch schon von 2014 auch. Also alles etwas ältere Spiele, die hier auf dem Channel erscheinen. Allerdings liegt es bei mir persönlich auch daran, dass ich diese Spiele toll finde. Ich habe die früher schon gerne gespielt, als noch nicht der Channel mit Knumi erstellt worden ist. Und wir haben uns ein... Deswegen, ich dachte, das sind halt Spiele, die will ich unbedingt auf dem Channel sehen, weil die machen mir Spaß. Ich finde die großartig und deswegen sind sie da. Es ist hier eine Scheibe. Ich raste aus. Wo ist jetzt der Skola hin? I don't see him. Am Tisch, alles klar. Achso, das war der es gesagt hat vorhin. Oh, shit. Er ist kein Kämpfer, aber ich glaube, er macht mir Probleme, wenn er dann Hilfe ruft. Und ich darf ja irgendwie nicht entdeckt werden. Selbst die nächsten Projekte fällt mir gerade ein, die nach, wenn ich dann The Long Dark oder Styx, je nachdem, welches zuerst beendet ist, kommt ja dann auch Spiele, die doch etwas älter sind. Aber ich meine, sie sind halt in meiner Bibliothek. Und warum soll ich sie nicht spielen? Lebenstrank, da liegt einer. Wenn ich jetzt an den rankomme, dann nehme ich ihn. Das ist kein Ding für mich. Dim, dim. Dim. So, my boy. Time to die. Oder du gehst an mir vorbei, dass ich dich nicht so kriege. Fein. Leben und leben lassen, mein Freund. Leben und leben lassen. Should I add a note to the Natural Encyclopedia on the type of insect that proliferates in Arcanage? Arcanage. Is it a new species or should I consider it as a disease? A disease? So, erstmal hier runter. Ich weiß, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss da hin. Irgendwie bin ich falsch. Ich habe mich völlig verlaufen. Da vorne rennt einer. Ich muss also hier durch das Tor. Der da drüben ist beschäftigt. Ah, hier. Das sind diese Armbrust-Dudes. Mal sehen, ob ich so vorbeikomme. Weiter, 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 weiter. Bitte, don't mind me. Wir machen hier kurz einen Prozess. Fähigkeiten. Oh nein. Wo ist hier die Tür? Ach, ich muss da hochklettern. Scheiße.
Kleister. Ich hätte die andere Seite machen sollen. Verdammt, okay, das war eine Niederlage. Okay, zum Glück habe ich hier einen Speicherstand gehabt, dass wir nicht ganz so weit weg müssen. Und ich werde mich jetzt einfach mal hier rüber sneaken. Oh, was haben wir hier? Nur mal kurz gucken. Ich gucke nur. Oh, shit. Ist da eine Münze? Ich sehe keine. Dann interessiert es mich nicht, hier zu sein. Dann möchte ich gehen. So, jetzt muss ich hier rüberspringen. Boah, geschafft. Knappe Kiste. Oh, Münze. Allein dafür hat es sich doch gelohnt, hier lang zu gehen. Gut, da drüben hätte ich auch gehen können. Let's take a closer. Alright. Oha. Boah, okay, das war knapp. Ulala. Da ist auch eine Tür. Aber die brauche ich gerade nicht. Jetzt muss ich nur schauen. Wer davon ist Actor? Wahrscheinlich einer der Skolas, ne? Ah ne, dort muss ich weiter zu Actor. Jetzt muss ich natürlich beobachten, wie die sich bewegen. Dass ich irgendwie hier vorbeikomme. Jetzt weiß ich nicht, wo der Gelehrte hin ist. Um sagen zu können, machen da lang. Habe ich hier draußen eine Möglichkeit rauszukommen? Nein, schade. Ich wüsste jetzt zu gern, wo der Gelehrte hin ist. Du hast mich nicht gesehen, ich war nie da. I don't make any sound. Noise, meine ich. Alles klar. Okay, irgendwie hätte ich dann wahrscheinlich dort auch lang gekonnt. Es gibt halt so viele Wege. Und ich weiß nie, welchen ich nehmen soll. Meistens nehme ich den falschen. So. Einmal durch die Tische. Unter den Tischen lang. Oh, shit. Das war knapp, Dude. Would you please mind going somewhere else, please? Is anyone there? Nein, keiner da. Please do your business. Denk dran, ich bin John Cena. Okay, ich muss auf jeden Fall da rein. Ich will jetzt nur fix, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich wenigstens mal da oben gucken. Boah, wir haben noch massig Zeit. Scheibenkleister. Aber da ist eine Münze, ich muss da hin. Für die Münze. Für die Münze. Es tut mir leid. Du warst mir im Weg, eine Münze zu bekommen. Ich musste dich beseitigen. Aber ich habe gerade mal 12. Ich habe noch nicht einmal die Hälfte bisher. Wir sneaken uns jetzt einfach hier rein. Türen und so Hebel benutzen ist für... Boah. Wieder fast verrissen, ey. Come with me, my friend. Das habe ich jetzt vorher nicht mitgekriegt. Ich bin echt nicht sehr vorausschauend. Gut, Lebenstränke brauche ich nicht. Das ist das Einzige, was ich da unten jetzt sehe von Wert. Aber ich bin auch gut dabei. Also kann ich mich hier rausbegeben. Mal zum Actor. Muss ich da runter. Gut, haben wir das schon mal erreicht. Wir kommen unserem Ziel immer, immer näher. Mit langsamen, tapslichen Schritten. Ist hier irgendwas Cooles draußen? Nur, dass ich da hochkomme, aber ich weiß nicht, ob es da was Cooles gibt. Also gehen wir hier runter. Da kann ich Essen vergiften. Wir machen erstmal hier Licht aus. Hey, hey.
wird hier schon gefeilscht mit den Wochenschichten. So, jetzt lasse ich ein wenig Zeit vergehen und der Natur ihren freien Lauf. Die Natur ist hier die Spucke von Rackash. I'm such a evil bastard. So, mein Freund, geh mal naschen. Oh, da ist sogar ein Wurfmesser. Sehr schön. So, jetzt geh bitte an den Tisch und nimm dir einen Apfel. Er ist speziell präpariert. Du wirst es lieben, das gute Stück. Oder du ignorierst. Na toll. Für was spucke ich denn hier durch die Gegend? Oder? Nein. Da gebe ich mir so viele Mühe mit meiner Spucke. Wie wird's gewürdigt? Gar nicht. Ich könnte wahrscheinlich hier runter sneaken. Ich möchte jetzt hier dieses Wurfmesser haben. So. An dem Eimer vorbei, Sand nehmen und weg bin ich. Ihr habt mich nie gesehen, ich war nie da und diesmal stimmt's wirklich. So. Mit dem Obstacle quasi aus dem Weg. Können wir uns dann jetzt hier weiter widmen. Schauen wir mal. Alles klar, also da glänzt etwas. Macht die Elster nicht. Elstern machen nicht Krakar. Das war eher so Kriel. Maybe. Aber ich habe mein Bling Bling bekommen. Da geht es eine Treppe nach oben, aber die will ich jetzt gerade nicht. Ich gehe jetzt straight dahinter. Hey, is there someone there? Oh, du hast geschlafen, du sollst mich gar nicht. Hey, someone there? Stop! Come on, you little shit, show yourself. Oh, you little shit. Sag mal, wie redet der denn mit mir? Was ist denn das für ein Verhalten? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir so mit jedem reden? Vor allem kann das doch alles Mögliche sein. Vielleicht läuft da jemand einfach nur vorbei. Meint his own business. Hat vielleicht ein bisschen Duty zu erledigen und so. Ein paar Geschäfte. Aber nein, Mr. Wachmann ist erstmal suspicious und denkt sich so. Das ist bestimmt ein böser Lump. Hector, I can't find the way to the Department of Human Anatomy. Oh no, it can't be. You've got to be twisted to rub yourself off on skinned bodies. Oh nein. One day you're going to get lost, for good. Come on, Hector, take me there. I'm sure it's on your way. Not at all. Find your own way, old man. Old man. Da los, alter Mann. Finde deinen Weg. Glitzert hier was? Ah, ich sehe doch einen. Ein Dagger. Ein Wurfdolch, aber wir sind mit Wurfdolchen bedient. Und dann wollen wir mal rein. Mal sehen, was uns Hector zu berichten hat. Kann ich jetzt hier runter? Ich glaube, Hector war ein Dude von uns. Hector? Oh, er ruft zumindest nicht. Und hier ist Bling Bling. Success, I guess. So you're Hector? Hallo, Hector. I thought you'd be taller. We got an appointment. Oh, damn, you're... Shit. I didn't expect... Sorry. Yes, it's me, Hector. Yeah, nice to meet you too, Shorty. I was told that you could help me find the maps of the Atrium. Indeed, yes. Before I take you there, you should take a look at this scale model. You see, Querberus, the architect of this damned tower, built in mechanisms as weird as himself. And it seems as though this model has something to do with the plans. Let's take a look. What are these inscriptions? Come on. I'll guide you as far as possible. Above all, don't get too close to me. I don't fancy being killed. Ach, papalapap. Stell dich nicht so an. Wie schlimm kann das schon werden, wenn du stirbst? Okay, jetzt sind wir wieder hier, dass wir nicht entdeckt werden dürfen. Oh,
Oh, shit. Why is he moving? Bewegt er sich? Bleibt er doch stehen, der andere Skoda? My eyes are burning. Ich hab mein Finger auf der Unsichtbarkeitstaste. Falls es notwendig wird. Das ist so aufregend. Oh dear. Oh dear. Ich höre es klappern neben mir. Ich spuck erstmal hier in den Sack. They hidden this book away at the end of the corridor. Strange. You can't even have a look. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't read what's right inside. Nein. Is something that. Verdammt, das haben wir verrissen. Mal sehen, wo wir das letzte Mal gespeichert hatten. Ich hätte nochmal speichern sollen, bevor wir raus sind. Oh, sehr gut, es hat hier gespeichert. Okay, das ist nice. Wollen wir jetzt gehen, Hector? Ich habe nur begrenzt Zeit für dich. Zumindest ganz wenig Geduld. Please? Thank you. Alles klar, also das ist ein bescheidener Weg, aber ich weiß noch nicht, wie wir sonst laufen. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie groß Abstand zu Hector haben muss oder ob da irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wo ist die Wache? Der macht da jetzt da hinten lang. Und der steht hoffentlich, wo ist. Ich habe den Knopf für unsichtbar schon wieder quasi ausgewählt. Sehr gut. Wir machen es nicht aus. Ich rotze jetzt trotzdem in den Sack. Ein aus Prinzip möchte ich das jetzt. Schlechte Angewohnheit, ich weiß. Why have they hidden this book away at the end of the corridor? Strange. You can't even have a look. Einfach so lang. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't read what's written inside. It's full of curses. Is something that will give you horns on your ass or pain balls. Oh. Seriously? Puh. Well, so, jetzt. Das haben wir besser gelöst als vorhin. Ah, Hector. Ich weiß nur nicht, was mich hier oben gesehen haben könnte. So, Hector, was jetzt? Ja, wir reden. Säure. I think there's somebody up there. And I have no right to be in this area. Make sure he doesn't get in the way if you want me to open the door. A simple diversion should suffice. But if you were to kill them, do away with the bodies using these vials. Acid? Really? Is that part of a librarian's pencil box? Offensichtlich. Gut, Hector wird jetzt hier stehen bleiben und wir müssen hier drinnen. Thingy Things tun. Gut, aber das machen wir. Okay, jetzt hat jemand aus dem Bottich getrunken, den ich reingespuckt habe. Ups. Gut, an dieser Stelle würde ich jetzt aber sagen, wir trinken noch einen Goldharztrank und werden uns jetzt hier erstmal verabschieden. Und das machen wir hier auf jeden Fall nächste Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Sticks Master of Shadow mit eurem Traser. Lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und wenn euch gefällt natürlich, was ihr hier seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya!